Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Heute gibt es eine Uhr von H2O, die ihr so vielleicht gar nicht erwartet habt, nachdem ich euch doch sehr, sehr massive, große, schwere Taucheruhren gezeigt habe, kommt heute die Tiburon von H2O, die vom Erscheinungsbild her ganz anders ist. Es ist eine Retro-Uhr, sie ist vergleichsweise flach und hat einen ganz, ganz eigenen Charme, der eine Überraschung ist, wenn man andere H2O-Uhren gesehen hat. Das erste, was auffällt, ist, dass die Krone auf der 6-Uhr-Position ist, beziehungsweise wahlweise auch auf der 12-Uhr-Position. Das ist eine der Optionen, die man bei H2O wählen kann, wenn man sich die Uhr gestaltet. Ich finde das, wie gesagt, immer wieder faszinierend, was H2O alles ermöglicht und wie wirklich kundenfreundlich sie sind. Apropos kundenfreundlich und freundlich sein, ihr könnt freundlicherweise meinen Kanal unterstützen, wenn ihr einfach ein Like da lasst, einen Daumen nach oben hilft mir, kostet euch nicht viel und gibt ein gutes Zeichen für meine Videos. Jetzt würde ich euch aber gerne die Uhr im Detail zeigen. Die Uhr, die ihr hier sehen könnt, hat einen Durchmesser von 42 mm bzw. 42,5 an der Lünette. Die Bandanstoßbreite beträgt 22 mm, wie ihr hier sehen könnt. Und die Uhr hat eine Bauhöhe von 11,9 mm mit Saphirglas bzw. 11,4 mit Stahlboden. Das Saphirglas ist entspiegelt und hier haben wir auch eine gewölbte Saphirglas-Lünette verbaut, was mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Ein weiteres Kennzeichen der Uhr ist das abknickende Endlink. Ihr habt das schon kurz gesehen. Zeiger, Indizes und Lünette sind beleuchtet. Und durch das abknickende Endlink hat die Uhr eine Horn-zu-Horn-Breite von 48 mm Minimum beziehungsweise 52,7 mm Maximum. Damit passt die Uhr wohl so ziemlich an jeden Arm. Die Uhr alleine wiegt 77 Gramm und mit Lederband 99 Gramm. Wenn ihr das Kautschukband verbaut mit der entsprechenden Schließe, sind es 138 Gramm. Schauen wir einmal, wie die Uhr an meinem Arm sitzt. Dafür muss ich meine Circular Aqua Sport abnehmen. Mit 39 mm auch eine relativ kleine Uhr. Glücklicherweise hat Clemens Hellberg, aus dessen Privatbesitz die Uhren sind, die ich hier zeige, ungefähr den gleichen Armumfang wie ich, sodass die Tiburon direkt wunderbar an meinen Arm passt. Und ihr seht, dass auch bei meinem 17 cm Handgelenk die Uhr wirklich gut passt und das bewegliche Endlink die Uhr wirklich angenehm und schmeichelhaft auf dem Arm sitzen lässt. Die leicht gewölbte Saphirglas-Lünette passt sehr gut zu dem Retro-Charme der Uhr und auch das hier gewählte Zeigerset, finde ich, passt hervorragend. Wie bei allen Uhren hat H2O auch bei dieser Uhr sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten. Es gibt unterschiedliche Lünetten, unterschiedliche Zeiger. Es gibt drei verschiedene Gehäusevarianten. Einmal die hier gezeigte Stahlvariante, dann gibt es eine Bronzevariante und eine schwarz beschichtete Variante. Die verschraubte Krone kann wahlweise auf 6 oder 12 Uhr positioniert sein. Es gibt die Uhr mit geschlossenem Boden und 300 Meter Wasserdichtigkeit oder einem Saphirglasboden und 500 Meter Wasserdichtigkeit. Verbaut als Werk ist entweder das ETA 2892 oder das Selita SW 300, je nach Verfügbarkeit.
Die Indizes, die Zeiger sowie die Lünette sind mit Super Luminova BGW9 ausgelegt. Standardmäßig wird die Uhr ausgeliefert mit einem handgenähten, über 3 mm dickem schwarzen Kalbslederband und die Uhr kommt in einem dicken, stabilen Koffer. Was mir an der Uhr besonders gut gefällt, ist, dass sie viele unterschiedliche, interessante Blickwinkel erlaubt, wie zum Beispiel die Phase, die poliert ist und die mattierten Flächen auf der Uhr und an den Flanken gegeneinander abgrenzt, oder auch der polierte Spalt zwischen der griffigen Lünette und dem Gehäuse. Die Lünette lässt sich mit Handschuhen nicht ganz einfach bedienen, aber das finde ich gar nicht so schlimm. Dadurch verstellt sie sich auch nicht allzu leicht. Ohne Handschuhe ist das überhaupt kein Problem. Es gibt diese Saphirglas-Lünette auch in der Variante, dass nur die ersten 15 Sekunden durchgehend schraffiert sind und danach nur noch die 5 Minuten. Man kann also hier sehr viel spielen und wählen. Die Krone verschwindet, wenn das Glied ganz aufgeklappt wird, komplett und ist nicht sichtbar. Wenn man das Endlink ganz wegklappt, ist die Krone sehr gut zugänglich und lässt sich auch sehr einfach bedienen, auf- und zuschrauben bzw. auch Zeit einstellen. Eine außergewöhnliche Uhr, die mir wirklich gut gefällt, insbesondere auch in der hier nicht gezeigten Bronzeversion, denn gerade auch das Bronze des Gehäuses verbunden mit einem braunen Ziffernblatt und einer gewölbten Saphirglas-Lünette ist für mich wirklich eine super interessante Uhr, die ich erwäge, eventuell sogar zu kaufen. Ich bin mit Bronze in der Vergangenheit nie richtig glücklich geworden, weil ich das Alter nicht so toll fand. Aber bei dieser Uhr könnte ich mir vorstellen, dass das hervorragend aussieht. Insbesondere auch, weil die Uhr ja insgesamt so einen Retro-Charme hat und dann darf auch das Gehäuse etwas älter aussehen. Lass uns mal gucken, wie die Uhr bei Nacht aussieht. Dafür muss ich erstmal meine Videoleuchten ausmachen und dann könnt ihr die Uhr im Nachtmodus sehen. Der Sekundenzeiger ist ausreichend hell und gut zu erkennen. Die Saphirglas-Lünette ist ebenfalls in dieser Version durchgängig mit Leuchtmasse versehen. Und was ich sehr charmant finde, ist, dass die 12, 3, 6 und 9 Uhr Indizes auch in der Nacht als solche zu erkennen sind, weil die aufgedruckten Ziffern nicht mitleuchten und sich dunkel gegen die hellen Felder der entsprechenden Indizes absetzen. Habe ich in dieser Art und Weise auch noch bei keiner Uhr gesehen und ist ein Gimmick, was ich persönlich sehr interessant und charmant finde und wollte euch da ganz explizit einmal drauf hinweisen. Das war also das Nachtbild der Tiburon. Die Uhr kostet in der hier gezeigten Version mit Glasboden, Saphirglas-Lünette und dem ausgewählten Zeigerset 1154 Euro. Ein gutes, solides Werk, eine gut verarbeitete Uhr, eine außergewöhnliche Uhr. Da finde ich den Preis absolut angemessen und nicht überteuert. Ja, ich würde mich sehr interessieren, was ihr von der Uhr denkt. Ob die Uhr etwas für euch ist, ob ihr die Krone eher auf 6 oder 12 Uhr positionieren würdet. Ich für mich habe mich für die 6 Uhr Position entschieden, einfach weil das auch etwas ist, was ich so noch nicht so oft gesehen habe. Auf der 12 Uhr Position habe ich es bei der einen oder anderen Uhr schon gesehen, auf der 6 Uhr noch nicht. Schreibt mir gerne, was ihr von der Uhr denkt. Die Bauhöhe von unter 12 mm halte ich für sehr, sehr gut tragbar. Ein Durchmesser von 42 mm ohne Krone ebenfalls. Die Horn-zu-Horn-Abstände passen sich dem Arm an. Eine Uhr, die meiner Meinung nach perfekt ist für schmale Handgelenke. Bleibt gesund, freut euch auf die nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.